Hey ho, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von eurem MC-Zocker. Heute geht's weiter mit unserer Überlebenwelt vom letzten Part. Heute haben wir vor, ein wenig in der Mine Eisen zu sammeln, wenn wir es finden. Das wäre schon cool. Und vielleicht ein bisschen, ich habe ja alles in meiner Truhe, ein bisschen Kohle noch zu finden. Dass wir unseren Ofen und halt Essen zu suchen. Jetzt nehmen wir uns ein paar Spitzhacken mit und machen uns ein paar. Sonst wäre es nicht so gut in der Mine. Ist noch Holz, gut. Reicht nicht für eine Spitzhacke, oder? Nee. Habe ich noch Stein? Nee. Doch, ich habe noch Stein. Ja. Drei Spitzhacken sollten dann reichen. Eigentlich. So, drei Steine brauchen wir für die Spitzhacke. So, das soll dann erstmal reichen. Wir nehmen noch Fackeln mit. Wir gehen jetzt zuerst mal auf suchen ein bisschen Kohle noch hier am Berg. Weil, na, ist das hier nicht so gut. Dass wir uns noch ein paar Fackeln machen könnten, weil mit. Ich habe jetzt nicht so viele Fackeln, das ist nicht so gut. So. Und wir bauen uns einfach mal. Ist hier Stein drin? Eine Schaufel vergessen. Ja, sehr gut. Wir können uns hier erstmal einen Berg bauen. Ach nee. Wir haben das Essen vergessen tatsächlich. Wir müssen es. Ja, hier sind jetzt auch keine Tiere. Dann würde ich sagen, gehen wir halt direkt in die Mine. Wir müssen es ja. Also wir gehen, ist hier eine Höhle? Nein, leider nicht. Wir hier können uns gut reinbauen. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendein Erz stoßen. Das wäre sehr cool. Die Höhle wäre jetzt gar nicht so gut. Fackeln sammeln wir auf dem Rückweg wieder ein. Mann, wir haben kein. Nicht viel Hunger hatten. Wir suchen uns am besten gleich ein bisschen Essen, wenn wir wieder aus unserem Gang rauskommen. Für sonst wird's knapp. Kann hier mal irgendwo Kohle oder so sein? Bitte? Hier muss auch jetzt irgendwo was sein. Mist, unsere Spitzhacke ist jetzt kaputt. Wir haben auch irgendwie kein Glück. Wir finden nichts. Wir haben Eisen, wir haben Eisen. Sehr cool. Oder sogar zwei. Ja, richtig viel Eisen, sehr gut. Oh, wie viel Eisen. Sehr schön. Okay, ist nichts mehr. Boah, sehr schön. Fünf Eisen.
sagen, das reicht uns jetzt erstmal. Wir gehen jetzt mal wieder hoch. Wir haben doch gut Stein. Unsere Werkzeuge. Die Fackeln wieder schön einsammeln. Ist hier eingesammelt? Ja. Sehr schön. So. Ich glaube, eine Fackel haben wir übersehen, aber ist egal. Hier ist schon wieder unser Häuschen. Wir haben keine Kohle gefunden, was ich irgendwie komisch finde. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Steine und so weg. Oh, ein Feuerstein, sehr gut. Fackeln packen wir erstmal weg. Und würde ich sagen, brennen wir jetzt mal unser Eisen. Und der zeigt. Wie habe ich denn hier überhaupt die Fackeln stehen? Ich mache hier mal die Fackeln richtig. Und dann suchen wir mal ein paar Tiere. So, das reicht. So. Ein Pferd, das bringt uns leider nicht weiter. Es gibt uns kein Essen. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht zu weit weglaufen, aber hier unten gehe ich mal hin. Au. Da oben ist ein Schwein. Sehr gut. Das töte ich dann mal. Oh, Kohle. Oh, Kohle. Oh, Kohle. Boah, zum Glück haben wir die Spitzhacke mitgeholt. Ja. Drei Kohle. Perfekt. Das ist unser Schweinchen. Das ist unser Schweinefleisch. Wir laufen erstmal zurück. Zuckerrohr. Sehr gut. Das sammeln wir erstmal ein. Ganz viel Kohle. Sehr wichtig. Wird Nacht, wir müssen uns beeilen. Komm, komm. Ganz schön ins Haus. Wir müssten mal ein paar Schafe finden, dass wir uns mal ein Bett machen könnten. Sonst wird's schwer. Jetzt laufen wir mal zurück zum Haus. Haben wir Zucker auch nicht mitgeholt? Na, egal. Wir müssen erstmal schnellstmöglich ins Haus unser Essen braten. So langsam habe ich sehr viel Hunger. Na komm, Eisen kann jetzt erstmal raus. Trophäe erhalten. Werkzeug. Okay. Hier. Wir haben nicht viel Essen. Deshalb können wir nochmal braten. Jetzt haben wir ja nichts zum Braten. Das ist blöd. Doch hier. Das Ei, hoffentlich kommt ein Hühnchen raus. Das wäre sehr cool. Okay, es kam gar nichts raus. Sehr cool. Ja, alle vier Hungerbalken sind aufgefüllt. Sehr gut. Noch ein Trophäe erhalten. Jetzt ist ganz dunkel, oder? Ja. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal kurz im Haus, braten unsere Sachen.
Ja, lass einfach erstmal die 4 Eisen braten. Und hier sind Fackeln, sehr gut. Die ich letzte Folge hier hingestellt habe. Hier ist eine Spinne. Ich hätte besser Fackel mitgeholt. Hier sehe ich jetzt ja gar nichts. So. Der spielt's um und voll ein kleines Skelett. Gibt's. Jetzt haben wir 4 Eisen. Jetzt braten wir noch unser rohes Hammelfleisch. Und nehmen uns jetzt erstmal ein paar Fackeln mit. Okay. Dann geht's los. Los. Das Eisen einfach mit. Ich hab Angst, ich hab sehr Angst. Ciao, Leute. Wo ist das Schaf? Hier. Komm bitte, gib uns. Leute, wir müssen uns beeilen. Hier ein Hühnchen. Leute, schnell ins Haus. Ich bin gleich tot. Baby-Zombie. Die sind am schlimmsten. Ich bin tot. Leute, in der zweiten Folge. Nein, es ist Nacht. Ich sehe gar nichts. Da ist. Ich sehe Fackeln. Ich glaube, das ist unser Haus. Wir haben Glück. Wir spawnen direkt bei unserem Haus. Das ist sehr cool. Meine ganzen Sachen liegen im Haus. Ich muss schnell hinlaufen. Sonst respawnen die. Das wäre gar nicht gut. Nein. Ins Haus. Ich bin schon wieder tot. Leute, da sind einfach 2 Zombies vor unserer Tür. Da ist jetzt noch eine Spinne, wahrscheinlich. Bitte in unser Haus, bitte. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder in unserem Haus. Puh, was ist das für eine Folge? Mann. Ich kann jetzt auch schlecht wieder rausgehen. Das kann ich nicht machen. Ich will nicht wieder sterben. Im Eisen mache ich mir erstmal ein Eisenschwert. Ich habe keine Stöcke. Das war Holz. Zum Glück habe ich noch Holz. Es sieht mir momentan nicht sehr gut für uns aus. Leute. Ich will nicht die Tür aufmachen. Ui. Da ist eine Spinne. Am besten warten wir jetzt erstmal, bis es Tag wird. Sonst. Da ist ein Küper. Okay, wenn der jetzt das Haus wegsprengt. Da steht jetzt ein Baby-Zombie, ein Zombie und eine Spinne vor unserer Haustür.
Mann. Und ein Creeper. Das heißt, er würde uns das eigentlich, würde man uns das halbe Haus wegspringen. Da war gerade ein Creeper. Oh, ist immer noch Nacht. Der steht glaube ich noch. Wenn dieser Creeper uns sieht, sprengt er uns das Haus weg. Wir haben keine Ausrüstung. Wir haben noch nichts, so gesagt. Wir. Ich glaube, die zweite Folge ist schon so, als ob uns die Monster nicht mehr verschonen wollen. Finde ich nicht nett. Eisen. Nein, da war ein Creeper. Wenn der jetzt explodiert, ist unser halbes Haus weg. Und die Creeper verbrennen. Die meisten Monster, Zombies zum Beispiel, verbrennen in der Nacht. Also verbrennen tags wegen dem Sonnenlicht. Spinnen aber, ich glaube mal, Spinnen und Creeper verbrennen nicht. Das ist blöd. Skelette verbrennen auch, aber so sind wir zum Glück. Es wird Tag. Gut, gleich. Hier hinten steht ein Zombie. Gleich können wir wieder rausgehen. In einer Minute. Oder in ein paar Sekunden. Da ist es nämlich wieder Tag. Und dann müssten die meisten Monster eigentlich weg sein. Leute. Dieser Creeper hat gerade schon Explosionslaute gemacht. Wäre ich, glaube ich, jetzt eine Sekunde länger stehen geblieben, wäre der explodiert, da war ein Enderman. Ein Enderman kann sich teleportieren von überall. Er könnte sich jetzt auch in mein Haus teleportieren. Er würde mich auch angreifen, würde ich ihn angreifen. Steht jetzt ein fucking Creeper. Nein. Oh, Leute. Da steht ein fucking Creeper. Hier sind so viele Zombies. Nein. Dieser Creeper ist fast explodiert. Oh, Hühnchen. Oh, das ist eine Vollschisser-Folge. Wie viele Creeper sind das bitte? Nein, er ist in meinem Haus explodiert. Wie kann man so viel Pech haben? In meinem Haus. Leute. Das kann nicht wahr sein. Da ist gerade halt noch ein Creeper in unserem Haus explodiert, aber okay. Was? Minecraft fühlt mich, glaube ich, verarscht. Guck ich einmal nicht hin, explodieren. Zwei Creeper in unserem Haus. Nee, oder? Im letzten Part war also die ganze Folge umsonst. Ganze Folge geschenkt. Das müsste jetzt alles aufräumen, bevor wieder Nacht wird.
Leute. War das ein Zombie? Das ist ein Baby-Zombie. Ist klar. Warte. Boah, zum Glück habe ich mir dieses Eisenschwert gemacht. Das ist ja voll gut. Leute. Ich muss jetzt erstmal meinen Boden wieder normal machen. Da habe ich, glaube ich, eh zu wenig Erde. Was war das? Warum? Da ist einfach immer noch eine Spinne. Erde noch. Leute, es läuft einfach nicht gut. Es läuft gar nicht. Mein halbes Haus ist einfach weggesprengt. Es waren zwei Creeper. Warum auch immer zwei? Die sind beide explodiert. Muss ich hier mein ganzes Haus, der Ebene hier, da kann ich immer das gleiche Holz benutzen. Die ganze Arbeit war jetzt wieder umsonst. Mann. Kann doch nicht sein. Jetzt fehlt mir natürlich wieder ganz viel Holz. Diese Spinne spinnt. Ein Holz. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das kann ich doch nicht bringen. Ich nehme zwei Parts Minecraft auf. Im zweiten werde ich einfach weggesprengt, sterbe drei Mal. Ich baue jetzt mein Haus einfach mit Stein zu. Ich baue es einfach mit Stein. Ich weiß, es sieht jetzt nicht toll aus. Aber ist jetzt so. Ich kann jetzt 15 Mal folgen. Das wird's jetzt halt. So. Habe ich hier so ein Loch unter meinem Haus. Sehr cool. Oh, Leute. Vielleicht läuft es gar nicht mit meinem Haus. Spinne? Oh, du packst mein Haus aus. Wo ist meine Truhe? Hat der Creeper meine Truhe weggesprengt? Ja, ich hab sie nämlich nicht mehr. Sehr toll. Ofen habe ich wenigstens noch. Toll. Ich habe keine Truhe mehr, aber auch kein Holz. Ein Inventar. Schrecklich aus. Ich traue mir nicht mehr bei Tag irgendwo hinzugehen. So, ich gehe jetzt hier hin. Da schießt halt ein Skelett auf mich. Ich
er ist am Verbrennen. Nicht mehr. Schaf. Eine Kuh? Kuh. Ich will dich doch nur umbringen. Jetzt lass mich doch. So nichts Schlimmes. Tut nicht weh. Ich glaube, das war meine dritte Wolle. Nein, sag jetzt nicht, meine Wolle wurde weggesprengt. Nee. Da oben ist aber noch ein Schaf. Jetzt läuft's wieder. Ich baue jetzt aber so viel wie ich kann Holz ab. Damit ich mein Haus nicht mehr so nach. Oh, mein Inventar ist zu gut, Alter. Nicht mehr so aus Stein gebaut ist. So. Ich habe nur noch 3 Herzen. Regenerier mal bitte schnell. Aber diese Baby-Zombies, auch wenn er sagt, okay, die können mir nichts, ich bin gut gegen echte Zombies, die Baby-Zombies können gar nichts, die sind richtig schnell, machen dann auch noch viel Schaden. Und das wird dann richtig schwer, erstmal am Anfang, die zu töten. Das ist so immer am Anfang auch erstmal eigentlich noch nicht. Nachts rausgehen. Aber ich hab's gemacht. Sammle ich eins der Calls. Also viel wie ich kann. Okay, das reicht jetzt. Erstmal. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Wo ist denn das Holz jetzt? Ja. Ich wollte wieder. Natürlich keine Werkbank dabei. Okay. Über ein Stack. Sehr gut. Es wird schon wieder Nacht. Aber diesmal können wir uns ja ein Bett bauen. Ich würde sagen, jetzt erstmal eine Truhe. Mann. Wollte ich erstmal eine Werbung. Sollte es erstmal einen Huhn reichen? Oh, das war viel zu viel. Ich komme da, oder sag ich mal. Wolle. Ich mache jetzt hier alles rein. So, dann braten wir mal das Essen.
Wir haben keine Kohle mehr. Was soll ich nicht mehr? Was brauche ich nicht mehr? Das brauche ich. Okay, das mache ich erstmal rein. Wird nicht reichen, aber okay. Ist egal. So lange können wir uns eigentlich schon mal in der Zeit, wo es brät, uns nach einem Bett umschauen. Ich brauche... Oh, was ist Bett? Gut. Ich brauche Eichenholz? Habe ich das irgendwo? Ich baue es einfach von meinem Haus ab. Sieht einfach halt so blöd aus, aber egal. Ist nicht schlimm. Es hat halt zwei Creeper angefallen. Sind explodiert. Ich werde es tatsächlich mit der Schaufel. Das Holz ab. So, jetzt mache ich mir endlich mal mein Bettchen. Ich brauche mehr Brennstoff. Mehr Brennstoff. Ja. Nehme ich noch. Und die drei Stöcke noch. So. Ich esse jetzt noch schnell was. Generiere noch einmal voll. Und dann war es das auch schon von der Folge. Nächsten Part geht's weiter. Da versuchen wir dann. Ich weiß nicht, unser Haus lassen wir, glaube ich, erstmal so. Finden wir noch ein bisschen Essen. Gehen nochmal auf Eisensuche. Ja, das war's. Haut rein und ciao!